Es gibt's nicht. Terroristen.
Ist doch kaputt! Ich muss schon sagen. Oh Gott. Betrachten wir die Wichtigkeit dieses Augenblicks auf nationaler, globaler und humanitärer Ebene. Niemand trinkt. Der Champagner ist vergiftet. Aber er wurde ausgetauscht. Es ist ein Cuvée de Prestige. Sie und Ihre Gäste müssen das Apex Center sofort verlassen, Brown. Slater ist tot, Tavos ausgeschaltet. Die wollen Sie aufhalten. Können Sie alle zum Helipad bringen? Ja, natürlich. Mein Sicherheitsteam eskortiert uns. Aber was ist mit den anderen Teilnehmern? Es hat leider Opfer gegeben, Brown. Aber ich werde die Täter zur Rechenschaft ziehen. Dann haben Sie eine lange Kletterpartie vor sich. MacReady, ich konnte Brown noch vor dem Champagner warnen. Sein Sicherheitsteam bringt ihn und seine Gäste raus. Sehr gut. Aber Matschenko hat nicht gelogen. Mein Team meldet, dass die Wohntürme mit Sprengstoff vollgestopft sind. Wenn er den Fernzünder benutzt. Ich bin unterwegs zur Ausstellungshalle, um ihn aufzuhalten. Ihr Team soll anfangen, die Bomben zu entschärfen. Mit etwas Glück schaffen wir es vielleicht. Glück? Aber einen ganzen Container voll. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Haben uns doch richtig entschieden. Sie brauchen ziemlich lange, Bruder. Ich will eigentlich nicht mehr Tote als notwendig. Aber als guter Soldat tue ich, was ich tun muss. Wenn Sie mich nicht aufhalten. Ihre Zeit läuft ab.
jetzt da. Ja, wo muss ich denn lang? Ach, da hinten. Ich muss hier hin. Also hier lang. Bam. Thank you.
Warum sind Sie nicht gekommen? Vertrauen Sie so sehr auf Hypothesen? Anscheinend nicht. Sie haben sich richtig entschieden, Bruder. Warum sollten so viele sterben, wenn man eine viel subtilere Botschaft senden kann? Für meine Mission müssen nur Braun und seine Gäste sterben. Und Sie natürlich. Zeigen Sie sich! Ich bin hier, Victor. Sie werden heute niemanden mehr verletzen. Andere verletzen und ermorden. Jeder Tod birgt für Männer wie uns auch Todesgefahr. Und einen Tod gibt es heute noch. Alter, was ist das denn? Meine Fresse. Ey, wie viel hält der denn aus? Come on.
kommen Sie ran! Beweg dich doch! McCready, es ist vorbei. Sie haben neues Spiel Plus freigeschaltet. Ach. Haben wir es etwa durch? Sie haben die Schwierigkeit, ich wollte das nicht freigeschaltet. Echt? Haben wir es durch? Rag, eine Woche später. Centro-Präsident Nathaniel Brown hat heute Interpol und Tarvos für die Vereitelung des Terroranschlags auf seine Safe Harbor-Konferenz letzte Woche gedankt. Interpol hat bestätigt, dass eine Gruppe radikaler Terroristen mit Verbindungen zur ARC die Wohntürme rund um das Apex Center mit genügend Sprengstoff versehen hatte, um zwei ganze Blocks in die Luft zu sprengen. Trotz dieser schockierenden Tatsache hatte Brown dazu nur folgende kontroverse Meinung. Wir dürfen keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Und wir sollten uns nicht unsere Zukunft diktieren lassen. Das Humanrestitutionsgesetz ist eine Pervertierung aller UN-Grundsätze. Und am Ende werden sich die besonneneren Köpfe des Sicherheitsrats durchsetzen.
Kämpferische Worte von einem finanzstarken Mann. Warten wir ab, ob seine Vorhersage eintrifft. Ich bin Eliza. Hey, Kassan, hörst du überhaupt zu? Wir haben gewonnen. Wirklich? Wir haben ihren Plan komplett durchkreuzt. Marchenko, die Orchidee, die Bomben. Du warst zu lange untergetaucht. Komm mal wieder hoch und atme tief durch. Janus hat mir mitgeteilt, dass Brown erstklassige Lobbyarbeit macht. Er und die Leute, die du gerettet hast, wissen, dass das Gesetz keine Lösung ist. Pikes wird sich noch eine Weile winden, aber das Ding ist vom Tisch. Janus ist anscheinend immer im Vorteil. Außer wenn es wirklich wichtig ist. Miller, oder? Tut mir leid, Adam. Ich dachte wirklich, er arbeitet für die Illuminaten. Das dachte ich auch. Und als ich erkannte, dass er unschuldig ist. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir müssen weitermachen. Woran denkst du? Wie viele Pläne haben die noch laufen? Und wie viele Soldaten wie Marchenko warten auf ihren Einsatzbefehl? Nenn ihn nicht Soldat, er war ein Verbrecher. Soldaten haben einen Ehrenkodex. Soldaten befolgen Befehle. Er hat das auch getan. Ohne Rücksicht auf Verluste. Klingt, als würde dir sein Tod leid tun. Jeder hat seine Entscheidung getroffen. Wie auch immer. Wir wollen die Leute hinter ihm und dem Humanrestitutionsgesetz, die immer noch im Schatten lauern. Es ist an der Zeit, sie ans Licht zu zerren. Immerhin haben wir jetzt Namen. Manderley und Page. Das Kollektiv wird nicht ruhen, bis sie erledigt sind. Ja, aber es gibt noch einen Namen, dem ich ein Gesicht geben möchte. Janus. Das macht dir also zu schaffen. Okay, ich versuch's, Adam. Aber wie gesagt, treffen nur nach seinen Bedingungen. Dann stell ihn vor die Wahl. Entweder wir treffen uns persönlich, oder ich werde ihn finden. Es wird höchste Zeit, den Mann hinter der Maske zu treffen, Alex. Oder nicht? Hat die Bombenbauerin gefunden und verhaftet, deren tödliche Sprengsätze Anfang der Woche Dutzende unschuldige Reisende getötet hatten. Die Frau, eine ehemalige Sprengmeisterin beim Militär, heißt Allison Stanek und ist offenbar eine religiöse Fanatikerin und Anführerin der sogenannten Kirche des Maschinengottes. Die Polizei hat sie und mehrere ihrer Anhänger nach einer umfassenden Untersuchung im Hauptquartier des Kultes festgenommen. Wenn Sie mich fragen, ist das eine echt gute Nachricht. Ein heute in Prag veröffentlichter Autopsiebericht enthält schockierende neue Fakten über den Tod von Dr. Talos Rucker, dem früheren Anführer der Augmented Rights Coalition. Anscheinend war die Haupttodesursache ein enorm hoher Alkoholgehalt in seinem Blut. Es gab weder andere Giftstoffe noch Hinweise auf verdächtige Aktivitäten. Quellen aus dem Umfeld von Rucker berichten, dass er Alkoholprobleme hatte, seit er zur öffentlichen Person geworden war. Ich muss sicher nicht erwähnen, dass seine Organisation, die Augmented Rights Coalition, mit dem schrecklichen Terroranschlag letzte Woche in London in Verbindung gebracht. Es ist noch nicht lange her, dass Dr. Talos Rucker in dieser Sendung uns alle davon überzeugen wollte, dass seine Augmented Rights Coalition eine gewaltfreie Organisation ist. Nun, heute sind wir klüger. Sobald Dr. Rucker tot war, zeigte die ARC ihr wahres Gesicht. Nach dem Anschlag letzte Woche hat die UN die ARC offiziell als Terrororganisation eingestuft. Genau in diesem Moment sichern tapfere Beamte der Staatspolizei von der ARC kontrollierte Einrichtungen im Utulek-Komplex. Hier ist ein Beispiel für den Widerstand, auf den sie dabei stoßen. Das ist alles falsch. Falsch! Die ARC wurde reingelegt. Aber ihr seht es nicht. Ihr erkennt nicht, dass Viktor Marchenko nicht die ARC war, sondern sie vernichten wollte. Und damit die Sache. Aber er ist gescheitert. Wir sind stark. Wir sind unschuldig. Und wir sind keine Bauernopfer für reiche Angsthasen, die uns nicht für Menschen halten. Tut mir leid, junger Mann. Aber ich glaube, Sie protestieren zu viel. Die Organisation der Dwellies muss sich heute Abend für ihre Rolle bei dem Anschlag in London rechtfertigen. Interpol hat Beweise vorgelegt, dass hochrangige Mitglieder aus Prag die ARC-Terroristen mit Waffen versorgt und sie logistisch unterstützt haben. Zur Befragung gesucht wird auch Radic Nikolace,
der Anführer der Prager Dwerlis. Quellen aus seinem direkten Umfeld sagen, er habe sich abgesetzt und es sei unwahrscheinlich, dass man ihn jemals finden werde. Ist das ein Schuld? Der ist tot, ich habe ihn erschossen. Diskutieren Sie online mit und sagen Sie Ihre Meinung. Ja, cool. Das war Deus Ex. Mankind divided. Divided. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein echt cooles Spiel. Also, ich muss wirklich sagen, es war cool. Vor allem für die 9,90 €, die ich damals bezahlt habe, war es wirklich ein super Spiel. Keine Frage. Und ja, es würde mich tatsächlich freuen, wenn dann eventuell noch weitere Teile kommen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wenn einer weiß, ob noch weitere Teile in Planung sind, dann kann er das ruhig gerne in den Kommentaren schreiben. Und ja, also wie gesagt, Deus Ex, Mankind Divided. Kannst du mal die Kamera halten hier. Ein super Spiel für den Preis. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und ja, mal sehen, ob das weitergeht. Ja, die nächsten Streams. Also der nächste Stream. Beziehungsweise die nächsten YouTube-Videos werden dann größtenteils Retro sein. Wir werden nämlich ein bisschen Tomb Raider spielen. Ja. Nur so viel für die YouTube-Zuseher schon mal ein kleiner Vorgeschmack, also eine kleine Preview, ob das was kommen wird. Ja, oder so ähnlich. Naja, jedenfalls, was ich noch sagen möchte für YouTube, es wird eventuell videomäßig bei YouTube jetzt anders laufen. Also, wie gesagt, Deus Ex kommt noch in den halben Stundenformat, genauso wie Trials of Mana. Da habe ich an sich auch schon die Folgen voll, da muss ich aber noch das Zusatzkapitel quasi spielen. Und Last of Us Part 2 habe ich aktuell tatsächlich kein Material. Da muss ich auch erst wieder aufnehmen. Deswegen hängt das, glaube ich, irgendwo bei Episode 40 fest. Ich weiß das nicht. Naja, aber wie gesagt, Last of Us wird noch im 30-Minuten-Episodenformat kommen. Trials of Mana und jetzt auch das Deus Ex. Die zukünftigen Videos werden wahrscheinlich die kompletten Streams sein. Das hat einfach mit der Bearbeitung zu tun. Weil es ist einfacher, ein Video durchzurennen, als immer wieder eine halbe Stunde und dann und dann und dann und ja. Naja, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, YouTube-Zuseher da draußen. Also denn, an die YouTube-Leute, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ruhig einen Daumen hoch. Da, es würde mich sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, bleibt gesund da draußen. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Projekt. Und dementsprechend, ciao, ciao.